Also definitiv der Weg von Buffett funktioniert. Und er funktioniert sehr gut, wenn du wirklich Know-how hast oder bereit bist, im Prinzip ganz, ganz tief einzusteigen. Ohne längeres Aktienmarkt-Know-how könnte es am Anfang schwierig werden. Aber wenn jemand wirklich bereit ist, sich intensiv mit dem Unternehmen zu beschäftigen und auch ja irgendwo ein gewisses Know-how von Bilanzkennzahlen, von unternehmerischen Grundlagen da sind, dann kann er es durchaus machen, 10.000 Euro auf 2 bis 3 under-researchte Firmen, wo wirklich niemand dran schaut. Klar, er wird wahrscheinlich, bis er 2 bis 3 findet, 20 anschauen müssen, ja, aber wirklich intensiv dort rein. Ansonsten in den jungen Jahren, was sich immer massiv auszahlt, ist Bildung in allen Bereichen, weil letztendlich, da ist es sinnvoller für 1.000 Euro, okay, heute brauchst du für die meisten Bildungssachen kein Geld, du brauchst eigentlich nur Zeit und wirklich deinen Schweinehund überwinden, um